Du stehst mir mitten in der Aufnahmeoptik, Scherzbold. So. Das ist in der Sache. Und jetzt fängt er an zu pissen. Egal. Hallo Leute, hier ist wieder MechFist 2051 und bei mir ist wieder... Varuna MC. Und wir sind wieder auf dem Sky Factory Server und Varuna hat ein kleines rotes Wollhäuschen gebaut und sagt uns bestimmt gleich warum. Das hat er nämlich in der Folge gemacht, wo ich nicht da war. Ja, das ist für die Tierchen. Die Tierchen, die da hinten bei mir vorm Haus stehen. Ich habe einfach keinen Bock mehr, dass die da rumstehen. Und da ich eine Aufgabe gesucht habe, dachte ich, baue mal wieder ein paar Häuschen. Sehr einfallsreich, okay. Ich weiß. Bei mir ist schon wieder ein leichtes Knacken zu hören. Ich habe momentan Probleme mit der Onboard-Soundcard und möchte es beben. Ich hoffe, es ist bei euch auf der Aufnahme nicht drauf. Ich weiß halt nicht, wie sehr man das in der Aufnahme hört, dass es knackt. Bei dir knackt es wohl. Ja. Und, oh Gott, hier ist dieser heilige Stein, der immer klimpert, wenn man drüber läuft. Wo war denn ein Bett? Hat man nicht hier ein Bett im Kornfeld? Da muss ich endlich aufhören zu pissen. Jetzt ist es nicht Nacht. Egal. Gut. Du baust ich fütter doch den Typen da hinten einen Kuchen. Warum ist das so? Kuchen? Na, wenn ich dem hier was fütter. Verdammt. Du musst immer, glaube ich, eine Sonnenblume geben. Nein. Hallo? Da bin ich nicht. Ja, genau. Irgendwas kriegt er doch zu essen. Und dann... Ich hab ihm was gegeben. Na, guckst du? Ach, viel wenn besser. Du nicht hättest. Ja, ja, ist ja gut. Dann würdest du im Regen stehen. Wortwörtlich. Blöd, dass du draußen baust ohne Dach und ich überdacht mache. Tja. Bist du also der im Regen und ich hab dir geholfen. Warum? Ich hätte es auch selber gemacht. Okay, Quatsch beiseite. Ich will endlich diesen dämlichen Kuchen fertig kriegen, der mir schon seit so viele Folgen auf den Keks geht. Ah, ich hatte beim letzten Mal endlich Wassereimer ins ME gekriegt. Und muss nochmal gucken, was ich brauche. Teig. Ich glaube, ich habe alles, was ich für den Teig brauche. Guck doch mal. Du hast ein neues Let's Play gestartet, hast du mir vorhin gesagt. Ja, das läuft dann, nachdem diese Folge, schon bevor diese Folge hier raus ist. Ja, eben. Sonst könnte ich das ja gar nicht wissen. Um was geht's da? Da habe ich angefangen, das gute alte Legend of Grimrock zu spielen. So ein schöner, paar Jahre alter Dungeon Crawler. Sehr nett gemacht. Was für ein Ding? Ich kenne mich ja überhaupt nicht mit sowas an. Ach, so ähnlicher Quatsch wie früher Might and Magic 3, 4 und 5 war, so von der Art. Nur doch grafisch etwas moderner. Also nochmal die Frage: Was von denen? Kenne ich auch nicht. Ja, du läufst halt auf so Planquadraten rum und kannst dann in einem Labyrinth die Wände untersuchen, gegen Monster kämpfen, Fallen entschärfen oder in Fallen treten. Zaubern, draufschlagen mit Schwertern, Äxten und Co. Und musst halt überleben. Zusätzlich kriegen deine Charaktere Hunger. Und, Durst. Du solltest halt nicht verhungern. Ich glaube, Durst gibt keinen explizit. Du wirst also nur hungrig und musst halt auch gucken, wie du an Essen rankommst. Aber du kannst ja dann irgendwelche Schnecken zerschlagen und Schneckenfleisch essen und so Sachen. Ja. Würde ich so auch nicht unbedingt wollen, aber wenn ich überlege, ich wäre in so einem Dungeon gefangen und würde entweder verhungern oder das Schneckenfleisch essen. Ich meine, es gibt ja Fackeln, man kann es ja braten. Ich glaube, das wird im Spiel zwar nicht ausgespielt, aber würde jeder wahrscheinlich von uns so machen. Ich muss mal als Kind, gab es zu Weihnachten Schnecken. Uah. Oh. Also ich habe inzwischen schon andere Dinge gegessen, die wahrscheinlich auch nicht jeder isst. Aber Schnecken, nee, danke. Glaube ich dir. Ja, Mehlwürmer habe ich schon gegessen. Ganz lecker. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und Zophobas. Das sind nur ein bisschen größer wie Mehlwürmer. Wenn es noch wackelt und zappelt, könnte ich es nicht essen. Nein, also der erste Mehlwurm war noch lebendig. Die anderen waren nicht mehr so ganz beisammen. Mhm.
Matzi, Schmatzi, Feini. Aber es funktioniert. Ich muss den Quatsch nur noch in ein Fass extrahiert bekommen. Und dann haben wir Karottenkuchen. Ich brauche noch ein bisschen rote Wolle. Aber was wirklich gut ist und was ich bestätigen kann, ist, dass Heuschrecken wie Erdnussbutter schmeckt. Ich mag auch keine Erdnussbutter so wirklich. Was magst du überhaupt? Fleisch. Genau, Fleisch. Da fällt mir ein, wir hatten mal irgendwann die Tradition, dass du mir immer jedem Let's Play was zu essen gibst. Das ist auch irgendwie gekippt, oder? Ja, Moment. Falsches Let's Play, junger Mann. Ach stimmt, das war... Das war Minecraft City. Ja, und? Warum haben wir diese Angewohnheit nicht übernommen, frage ich mich. Warum spielen wir nicht mehr auf Minecraft City? Der Server existiert noch. Eine gute Frage. Ja, da wüsste ich wenigstens, was ich machen muss. Bauen, bauen, bauen. Da können wir auch mal nochmal eine Folge aufnehmen. Ja, hatte ich auch schon. Nicht alles auf 4 beschränkt. Gott sei Dank. Keinem Teleporter, der mich mal wieder irgendwo hinhaut. So. Gabel drauf. Ach, mein Magnet ist aus. Dann ist ja klar, dass da nichts zu mir fliegt. Ja. Oh, ist schon komisch, ne? Dudla. Es wird voll das Playmobil-Haus hier. Oder so. Oder Häuschen allgemein. Alles so kunderbunt. Ja. Langstrumpf. Ich bin nur froh, dass das von heute jetzt dann wohl hoffentlich endlich gleich klappt. Ich muss nur mal das mit dem Bus hinkriegen. Hier irgendwas extrahiert, aber das hatten wir ja letztes Mal, hatte ich ja schon ewig wieder Ochs vom Berg gestanden und es nicht hinbekommen, dann sollte es ja jetzt hoffentlich klappen. Indem ich zur Not einfach abgucke, was ich gemacht habe. Ja, das ist am einfachsten. So, dann haben wir da Hammer. Aber nicht viel. Wenn die Eimer nicht stacken, passen nur 128 Wassereimer ins Dings fürs MI, ist ja bewusst. Das war ein Exportbus mit Crafting Card. Sehr schön. Ich habe noch irgendeinen Bus, das ist der falsche. Dann habe ich das mit dem Kuchen endlich mal erledigt. Da war der größte Umweg die Befüllung von Wassereimern, die dann halt fürs ME funktionieren. Jetzt? Ja, bei der letzten Folge. Hat mich schon genug Zeit gekostet, den Quatsch zu bauen. Aber das kommt halt davon, wenn man raus ist. Keine Ahnung hat, sag's doch. Na, hallo, Nettet. Ich hab's nicht mit dem Bauen, ich kann dir gleich helfen. Nein, das wäre nicht. Natürlich mache ich das mit dem Kuchen vorher noch fertig. Also füttern werde ich ihn dann wahrscheinlich einmal mit Maybe R. Also an die Pflanze. Und. Stop Urban or Craft, okay. Boah, ist das langsam. Na gut, machen wir es wie bei dem anderen Acceleration Cards. Ach, ich dachte dein Internet. Ja, das ist auch langsam, danke, dass du immer drauf rumreiten musst. Wenn es hier nur was Schnelleres gäbe, hätte ich es schon. Ein bisschen Salz in die Wunde. Fernsehen machen sie immer Riesenwerbung. Ja, Unity Media, bis zu 400.000 DSL. Habe ich mal nachgeguckt, die haben Tarif über 60.000, 120.000 und 400.000. Ja, bei ihrem Standort ist leider nichts möglich. Dankeschön. Mit so einem gammeligen 60.000, da wäre ich 10-mal so schnell wie jetzt und hätte gar keine Probleme, irgendeine Kackfolge hochzuladen, aber nein. Das heißt, ich habe 10-mal so schnelles Internet wie du? Jupp. Also ich muss wirklich sagen, durch das Upgrade jetzt bin ich in einer guten halben Stunde kriege ich eine gute Folge hoch. Also locker. Ja gut, deine Folgen sind noch etwas kleiner konvertiert wie meine. Ich habe ja dickere Folgenqualität, damit es auch bloß super aussieht. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Dafür kommen bei dir weniger. Ja, wenn ich schnelleres Internet hätte, kämen auch mehr. So, jetzt gucke ich mal, irgendein Prozessor, ist der damit aktiv? Nein.
Frage, ob da irgendwie Kuchen gecraftet wird. Das funktioniert. Seit wann haben wir hier eigentlich diese Wand vorstehen? Das ist mir auch neu. Ah, für die Kabel da hinten dran. Also irgendwie will das noch nicht. Ich habe das Gefühl, es geht ganz langsam. 1,64, 69 Stück sind jetzt drin. Werden das noch mehr oder? 69 Kuchen reicht doch. Wo kommen jetzt die Zombies schon wieder her? Was soll denn das? Kann ja nur bei deinem Bau da hinten entstanden sein. Ja, aber ist noch alles abgestorben. Ich komme nicht zu dir. Ich hab eh keine Angst vor Zombies. Ich verstehe noch nicht, warum es nicht mehr Kuchen werden will. Ich lass den Quatsch ja craften. Nein. Benutze vorrätige Gegenstände oder stell sie dir her, wenn du es exportierst. Hä? Wo sind die Zombies jetzt hin? Dann mit dem ME Karottenkuchen craften. Toll, da ist ein Creeper. Da waren gerade zwei Zombies, plötzlich waren sie weg. Dung. Direkt unter mir. Ich dachte, die spawnen dann nicht. Oh! Ich habe die Mixing Bowl in der Hand gehabt. Hülü, ich habe nichts gesagt. Die hat das ME gebraucht. Und zack, kommen da auch Kuchen. Wunderbar. Jetzt hört's wieder auf. Jetzt geht's weiter. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen funktioniert's. Ich kann jetzt auch bei dem anderen nachgucken. Bei unserem Fass draußen, wo die Kuchen auch hinkommen. Jetzt gucke ich, ob die Prozessoren irgendwie benutzt werden. Warum haben wir eigentlich keine Nether Brick Stairs im ME? Keine Ahnung, irgendjemand stellt die gerade her, das sehe ich. Bricks, ja. Cool, mir ist noch nie aufgefallen, dass wir eine Zeit oben drüber haben. Das ist ja mal geil. Da oben? Ja. Beim Crafting Status, beim Herstellungsstatus, meine Güte, ich habe keine Ahnung, wie das ordentlich betont und übersetzt, steht oben noch 20 Sekunden. Wo denn? Ja, wenn du dir rechts oben auf Crafting Status klickst und dann CPU 0, siehst du halt noch 92 Steine herzustellen, 80, 76, 72 und oben drüber steht immer eine Zeit, wie lange das noch dauert. Ach so. Die ist mir noch nie aufgefallen. Die hast du, glaube ich, auch da oben. Ja. Wenn du oben in den Prozessor reinklickst, da hast du auch eine Zeit. Echt? Machen wir noch ein paar Dinger. Moment. Einfach mit der mittleren Maustaste draufklicken, dann kannst du noch was herstellen, obwohl es drin ist. Warum kann ich jetzt nicht rausnehmen? Brauchst du das Rezept noch? Nö, oder? Welches? Achso, das? Nein, das habe ich schon benutzt. Das ist schon im MI drin. Kabel rein und die ganzen Karten. Der Kuchen. Wo gehört das Rezept hin? Scheißegal. So. Stairs. So, jetzt Englisch Achtung. Ist mal wieder berauschend. Guckst du? Ja, kann losgehen. Das war so schnell. So schnell. Warte, ich mach nochmal ein paar. Ich im Prozessor stehe, aber pupp, weg war's. Warte, ich mach nochmal Nether Bricks. Ja. So, jetzt. Wo steht jetzt hier eine Zeit? Ne, du musst da drauf tippen. In den Prozessor rein. Okay, das ist genau das gleiche, wie wenn du es am ME selber raussuchst. Aber ja, da steht auch die Zeit. Sehr praktisch. Gut, ich kann dir beim Bau von dem Häuschen helfen. Bin nämlich fertig. Und dann klappt erstmal in den Creeper. Ich muss zum Zentrum. Guck einmal noch hier in das Fass. Es wird langsam mehr Kuchen. Wunderbar. Hallo. Manchmal habe ich voll die Probleme hier. N-E-T. Ich kann kein T tippen. Du kannst kein T tippen. Ja, manchmal spinnt es irgendwie. Oh, ich sehe den Creeper. Haben wir eigentlich hier Creeper-Schaden an oder aus? An. Cool, das ist gut, dass ich ihn noch erwischt habe. Mir ist nämlich letztes Mal schon einer explodiert. F7. Ja, da sind genug Sachen, die nicht ausgeleuchtet sind. Ja, da kommt ja gleich ein Dach drauf. Auch im Haus reicht die Beleuchtung nicht. Ja, das kommt noch. Ich habe doch eben die Fackeln dabei. Oh. Du kannst ja schon mal Dach bauen. Du sagst wie? Ich wusste nicht, dass es blaue Nether-Racks gibt. Hä?
Ja, du hast das rote Haus mit roten Ziegeln bedeckt. Wie decke ich jetzt das blaue Haus? Gibt es blaue Ziegel? Wie das mit roten? Das sieht ja komisch aus. Das muss ja auch blau sein. Warte, nach blauen Stufen. Oh, nee. Doch, Carpenter. Carpenter-Blöcke und Lapis-Lazuli. Kostet halt ein bisschen was. Aber wenn wir eins haben, dann sind es Rohstoffe. Ja, wofür ist ja das hier? Eins drunter anfangen. Ich guck doch mal gerade erstmal. Carpenter. Blöcke. Nee, Quatsch. Ich weiß, da sind gar keine Stairs drin. Ich mach erstmal ein Stairs-Rezept. Hui! Ich weiß nicht, warum ich immer noch hinlaufe, statt das direkt zu machen. Ja. Obwohl, hat der Carpenter überhaupt Stairs? Ja. Ausdrücklich ja. Die Wedge-Slopes sind drin. Normale Carpenter-Blöcke auch. So, jetzt gibt's die Carpenter Stairs. Keine Ahnung, wie viel brauchen wir für so ein Haus? Ein paar. Vier Steps. Drei. Ich wollte jetzt noch was machen. Meine Soundkarte tritt mir wieder am Rad, es geht mir so auf den Keks. Yes. Ich hoffe, ich krieg bald meine neue. Ich habe mir so eine externe bestellt, ich bin mal gespannt. Grafikkarte? Soundkarte. Achso. Externe Grafikkarte. Buh. Keine Ahnung, ob es das überhaupt macht. Garantiert gibt es das für Laptop und sonstigen Schamas, aber wo zahlen möchte, kann ich mir auch einfach vor den Bus werfen. Fährst du aber nicht mit? Nö, aber wo ich mich tot zahle, mach ich mich lieber tot so ungefähr. So, das hat geklappt. Ich komme wieder und fange an, Ziegel zu setzen, die in der Höhe von dem Holzrahmen anfangen. Exakt. Lassen sich aber auch sehr freundlich nicht setzen. Axt. An mir geht das. Ja, der eine hat irgendeine Stufe reingemacht, der andere hat irgendwie hässlich ausgesehen. Ach, gib mir mal eine halbe. Oder hast du noch welche mit mir? Weil wir können ja bloß jeder seine selber bebauen. Das Problem hatten wir schon sehr oft auf irgendwelchen Servern. So, ich kann nichts auf die Carpenter-Dinger machen. Ja, warum? Bei mir geht's doch. Ja, bei mir geht's genau. Nicht. Ja, wer den blöden Carpenter's Block setzt, der darf auch was reinmachen und der andere nicht. So, bis hierhin ist das kein Problem. Wenn mir jetzt sagt, wie ich hier weiterbaue, ohne Zwischendecke und Wand, dann wird's interessant. So, und jetzt Shift klicken und rechts daneben. Oh oh, das war zu viel. Nein! Oh. Ätzend, dass man noch was drauf machen kann. Es ist zwar ganz praktisch, aber beim schnellen Bauen auch kacke. Ja, man kann es blockieren, aber... Ja, du kannst halt noch eine Art Belag auf den Block drauf machen, zusätzlich. Kann schon noch langsam machen, aber passt mit dem blauen Dach zum blauen Haus. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die hier hinsetzen soll. An der Seite, man. Also überstehen. Hier macht er dann irgendwelche lustigen Blöcke. Da kann er halt nicht wie die anderen Treppen dran machen. Warte mal. Was? Ja. Du wolltest ein blaues Dach. Du hast doch gesagt, nimm Carpenter. Ein rotes Dach gemacht. Ja. Das Problem ist, wir wahrscheinlich kaum Cobblestone da drin haben, jawohl. Und den habe ich jetzt zu Stein gebrannt. Voll gemacht. Entschuldigung. Nein! Ach Gott sei Dank. Hat das andere aufgelöst.
Basti. So geht's, hä? Teamwork. Teamwork. Arbeit, Arbeit. Du musst dir nachher nur noch wissen, welche deine waren. Die, wo du nichts reinsetzen kannst. Waren nicht viele. 2, 3 an jeder Seite. Ich hab keine mehr. Die Blödsinn nur nachher nochmal abreißen. Hast du normalen Lapis genommen? Lapisblöcke halt. Kann man nicht schaffen. Ich hab noch ganz viele dabei, wenn du mich fragen würdest. Ich hab mal einen Stack gemacht. Okay, das war nicht meiner. Ich finde es immer doof, dass ich 3 Blöcke in einen Lapis setzen kann. Lol. Kannst du mal den Lapis abbauen? Ich kann den nicht abbauen. Kommen wir gleich. Moment, ich gucke, dass ich die noch nicht durcheinander komme. Welchen? Die 2, die da falsche Entschuldigung stehen. Noch mehr fliegende. Du hast auch zu viel draufgesetzt. Hm? Ja, ja. Zusatzblock draufgesetzt. Das ist das, was ich eben meinte, was ätzend ist. Ja, genau, das habe ich ja auch gemeint. Die zwar kann hübsch aussehen, aber es kann auch sehr lästig enden. Nee, ich bin generell lästig. Jetzt hatte ich gerade einen kleinen weg. Hast du noch Lapis? Ja. Müsste? Ja. Hier kriegst du mal einen Stack. Oh ja. Oh ja. Hat gewirkt. Wirk. Ja, an das habe ich gerade auch gedacht. An deinem Englisch müssen wir echt mal arbeiten. Das war ja Absicht. Das weiß man bei dir nie. Warum kann ich da keinen Block setzen? Oh, du musst die wegmachen, gell? Oh Mann, du machst mir mehr Arbeit wie alles andere. Wenigstens scheint es so, dass auf Carpenters Blöcken nichts spawnen kann. Sowieso nicht, weil es Stufen sind. Auf Stufen kann nie was spawnen? Nope. Wenn du mir jetzt noch sagst, wo der Kamin in dem Viehstall herkommt. Von unten. Hab doch mal ein bisschen Fantasie! Ich hoffe, du brauchst wenigstens einen Ofen für die Schafe rein. Die kriegen nur den Kamin. Übrigens, der Kamin, da kann was drauf spawnen. Nein. Hast du noch so einen halben Slab? Hättest du nicht wenigstens einen passenden Slab draufsetzen können? Nein, das ist Kontrast. So. Gut. Jetzt 2 hässliche Häuser. Das ist wie ein Lebkuchenhaus. Jetzt fehlt noch ein gelbes, ein grünes. Ja. Vielleicht. Ich finde es gar nicht so wild, dass das auf der Seite keinen Überhang hat. So schlecht, dann ist der Team im Argen. Ja, ein bisschen. Das geht es kaum. Ich meinte eben, ich finde nicht schlecht, dass da kein Überhang ist. Ich habe 2 Fenster vergessen. Ja, das rote Haus ist größer. Ja, ein bisschen. Das hat hier 4 Blöcke und das blaue nur 3. Ja. Das Absicht? Ja. Ja. Ja, es sollte nicht unbedingt gleich sein. Okay. Das war's von der heutigen Folge. Warte, ich mach mal noch den Regen aus. Nicht übergeben. Nee. Spinnenweben brauchen wir noch. So hässlich sind die Häuser jetzt auch nicht. Ja. Die Spinnenweben wofür? Für die Häuser? Hauptweb. Ja. Jetzt noch Spinnenweben reinmachen. Ein Kruschelbel. String. String und Aspekt. Muss ich eigentlich die Steine nochmal rausmachen? Ja. Oh. Warte mal. Warte, lass mich kurz gucken, wie es aussieht. Hässlich. Ja, kannst du auch lassen. Ach, dann lassen wir sie drin, falls nochmal eine Dachreparatur nötig ist.
Hallo. Kommst du nicht aus dem Haus? Ach, bin draußen. Hast du viel zugenommen in der Zeit, wo du keine Let's Plays gemacht hast? Wenn es mal so wäre. So, Spinning Wheel. Wie macht man denn einen Spinning Wheel? Fass mir erstmal an den Kopf, dann hau ich den auf den Tisch. Und dann gucke ich mal, was du überhaupt sagen wolltest. A Spinning Wheel. Das ist von Witchery. Whiff of Magic. Rad. Witches. Drei. Okay. Also ich glaube, ich mache das dann über Towncraft. Schon ein bisschen. Ich kann auch DecoCraft nehmen. Nee, das funktioniert aber nicht. Ich will ja... Muss man wahrscheinlich irgendwie anders zusammenfriemeln. Nee, ich möchte ja Ding herstellen. Spinnweben. Dafür brauche ich, geht mit DecoCraft nicht. So. Okay. Gut, aber, das war's. Ja. Aber heute mal eine kurze Folge mit 25 Minuten. Ja, 26, hallo. Ja, die eine Minute, die du am Anfang vergeigt hast. Och, schwebt der hier herunter, statt runterzufallen. Doch. Gut, das war's dann. Warum bewegst du dich gar nicht? Weil ich resistent gegen Knockback bin. Ach so. Das ist sehr praktisch, würde ich mal sagen. Ja. Irgendwo steht's. Ja, 0,15 Knockback Resistance. 0,4, okay. 0,3. Ziemlich genau eine Resistenz habe ich dagegen. Na, das reicht ja. Anscheinend. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei McFisto 2051 vorbei. Und auch bei Varuna. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Ciao, Leute. Tschüss, Varuna. Ciao.